Nach Supermans Niederlage führte Cyborg den Angriff gegen die Festung der Einsamkeit, um die letzten Anhänger des Hohen Rates zu vertreiben. Die Festung war stark gesichert und der Kampf intensiv. Cyborg war gezwungen, fremdartige kryptonische Hilfsmittel bei der Reparatur seiner Kybernetik einzusetzen. Durch die fremdartige Technologie verbessert, war Cyborg in der Lage, mit Supermans Androiden zu kommunizieren und ihnen zu befehlen, gegen die Opposition vorzugehen. Mit dieser Armee von Super-Androiden wird er der Welt Gerechtigkeit und Ordnung bringen.